Folge 4. Let's von Play. FTL. Eigentlich Folge 11. Ja, genau. Aber 7 waren ja Karins und 4 sind jetzt schon meine. Beziehungsweise 3 und in der 4. sind wir. Wir springen weiter zum... Ich würde noch ein Schiff abgreifen. Das hier wahrscheinlich, ne? Sinnvollerweise. Einfach von der Entfernung her. Ja, wie konnte es so weit kommen? Fragen sich viele, die mich kennen. Wie konnte ich so weit überhaupt kommen? Die versuchen abzuhauen. Genau. Das lasse ich nicht zu. Da müssen jetzt mal meine... Die haben aber auch... Ach nee, das sind System-Reparier... Die haben System-Reparatur-Drohnen, ja. Reparatur. So, dann machen wir hier das und die hauen da drauf. Genau, sehr schön. Dann können die nämlich meine Boarding-Crew... Aber ich würde trotzdem den FTL, also... Ach ja, du hast recht. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. So, aber die Crew ist auf jeden Fall abgelenkt. Der FTL wird beschädigt. Ich kann nicht, dass der jetzt wegspringt. Ja, das will ich natürlich nicht, da hast du recht. Oh, die reparieren das. Das ist nicht gut. Dann gehe ich mal da runter. Machen wir mal lieber da was kaputt. Dann kann er nämlich die Reparaturdrohnen, da muss er dann abziehen. Oh, nicht, dass er wegspringt. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, jetzt muss ich aber meine Leute da rausholen, weil sonst... Ich kann mal kurz, kann ich sie noch... Nein, der springt weg. Ja, du hast recht. So. Komm, komm, komm. Ja. Komm schon. Schieß noch. Schieß noch mal. Schieß noch mal. Schieß noch mal drauf. Nein, er ist ganz... Na, er ist wieder beschädigt. Sehr schön. Sehr schön. Ihr geht mal dahin. Gott, oh Gott. Jetzt... Ja, das ist der O2 weg. Und okay, jetzt schieß noch einmal. Schieß noch einmal. Schieß noch einmal. Ja! Bam. Das hat gut geklappt. Ja, wir sind immer noch vor der Flotte. In Sicherheit. Ja, wie konnte es so weit kommen? Ich weiß es auch nicht, es war Glück, es war ein bisschen Taktik und ganz viel dicke Eier oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon am Ende vom, ich glaube, dritten oder vierten. Vom dritten, steht da unten, dritten. Sektor 3. Achso, dritten Sektor, das ist schon ganz schön weit. Na ja. Dafür, dass ich, ach komm, du mit deiner, oh, ich hab's ja geschafft. Nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ja, aber überhaupt. Von... So, Burst Laser. Hier, guck mal, jetzt können wir mal hier ordentliches Scheiß. Du kannst, glaube ich, noch was verkaufen, diesen halber Ich kann so der viel kann Zeug ja verkaufen. Ich kann auch die Defense Drone verkaufen, die brauche ich auch nicht. Burst Laser. Erstmal repariere ich. So, jetzt kann ich einen Burst Laser kaufen, der braucht 4 Energie. Das ist halt mal schweineviel. Aber ist halt wirklich ordentlich. Also, ich hab's nur halt normalerweise lieber, mehrere kleine Laser zu haben und. Hm. Weil die dann schneller aufladen und dann gleichzeitig schießen. Tja, musst du es. Muss ich wissen, ne? Das ist ein bisschen das Problem, dass ich das wissen muss. Ich kann auch keinen Typsi mehr kaufen. Ich könnte mir jetzt noch einen... Aber ich habe ja, ich habe ja 8. Ich müsste jetzt einen abandon sozusagen, also einen wegschicken. Dann könnte ich mir noch einen zweiten, einen dritten von euch kaufen, von den Mantis, von Karins Spezies. Was kann der denn? Der braucht 2 Most Potent Targeting Large Empty Sections of Hull. Aber der Use kann... One for every shield. Also der hat nicht halt... durch Schilde durch. Genau, das der ist hat immer das ziemlich schlecht, vor allem beim Endgegner. Der hat ja... Der hat ja dicke Schilde. Systemless Rooms hat man auch relativ selten. Da müsste man jetzt dann drauf gehen, dass man wirklich die Hülle zerstört des Gegners. Mhm. Mache ich eigentlich ungern. Aber das bringt mir gar nicht mal so viel, weil bis ich da jetzt 4 zusätzliche Energie habe, also oder 2 zusätzliche Energie... Das ist relativ teuer. Ja, aber ich probiere es jetzt einfach mal. No risk, no fun. Und was? Jetzt bräuchte es aber noch. Ich brauche noch Waffenenergie erstmal natürlich. Ja, siehst du, schon voll. So. Ja gut, jetzt habe ich auf jeden Fall theoretisch die Waffenenergie. Jetzt kann ich ein bisschen was umleiten, dann könnte ich den auch mal aktivieren. Ja, könnte ich jetzt zum Beispiel sowas hier machen. Da fehlt mir jetzt dann nicht so viel. Ja. Dann habe ich aber trotzdem das Ding. Mache ich aber nicht, weil... Und so weiter, ihr versteht schon. Nein, weil das dauert ja länger zum Aufladen. Aktuell brauche ich es noch nicht unbedingt. Deswegen schiebe ich das auch wieder dahin. Und es geht weiter. Das, den nehme ich noch mit. Den nimmst du noch mit. No? Wäre ja Quatsch, den auszulassen. Ja, fürs... Attack, always attack. Ah, ich sehe, was du so na, ich hab ja die, im Inneren. Genau, ich habe ja die Sensoren letztes Mal aufgerüstet, letzte Folge. Das. Jetzt könnte ich auch den Rock rüberschicken, aber es ist nicht wirklich nötig, weil, naja, so stark ist der nicht. Da reicht auch wieder mal eine Lasersalve. Eine Lasersalve vom Leser des Buches. Ah. Mein
Manchmal sind deine Gags fast so lustig wie die von Alex. Von deinem Freund Alex. Ja, der macht auch immer Wortspiel-Gags. Die nicht lustig sind. Ja. Genau wie meine. Aber ich bin ja seine Freundin. Du musst lachen. Das ist ja auch das Gute an Gia. Die muss ja immer lachen. Das ist so schön. Weil sonst bin ich tödlich beleidigt. Und dann schmoll ich. Tödlich beleidigt? Ja, für 3 Sekunden. Warte, warte, warte. Für 3 Sekunden. Wie ist man denn tödlich beleidigt? Na so. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. 1, 2, 3. Okay, jetzt bin ich wieder freundlich. Aha. Weißt du, es dauert nicht länger. So. Investigate the station. Ah, da kriegen wir wieder ordentlich was mit. Sehr gut. Kann ich mir noch ein bisschen Energie kaufen, nehme ich mal noch 2, dann ist es wieder alle, aber dann habe ich wenigstens die Energie, dass ich das jetzt einfach abschalten und anschalten kann, wie ich will. Mhm. So. Und spring. Und dann geht's zum Exit. Ausgang. Ausgang, sage ich. Wir helfen den Zivilisten, wir helfen immer den Zivilisten. Natürlich. Und die haben auch nur 2 Crewmitglieder, da lässt sich doch was machen. Den bin ich. Ja, den bin ich, das ist ein, genau, das ist zwar, ist aber ein Mantis-Scout, der aber kein Mantis an Bord hat. Eben. Bisschen komisch. Wundert, wo sind die denn? So, jetzt heilen die sich da wieder, aber der Witz ist, dass ich sie halt auch kriege, wenn ich auf die Krankenstation gehe. Meinst du? Ja, könnte klappen. Naja, aber die heilen sich doch. Ja, das stimmt schon. Klappt nicht. Na gut, dann sollen sie sich heilen. Dann schieße ich halt trotzdem auf sie, dann schieße ich auf die Krankenstation, dann ist die kaputt. Und jetzt können sie mich mal. Aber dein Tipsy sieht schon relativ schwach aus, denn einer. Ja, dann hole ich sie im Zweifelsfall halt schnell zurück. Also er hat noch 16, 9, jetzt ist er tot. Achso, nee, nein, ich habe ihn doch rübergeholt. Achso. Quatschimaus, sowas mache ich doch nicht. So, bei dem brennt's jetzt, der ist tot, der ist auch tot, alle sind tot. Der ist traurig. Du hast aber auch keinen Antrieb. Ja, das ist ja nicht so schwer zu beheben. Ja, klar, ja. Der Zivilist ist abgehauen, während wir den Angreifer abgewehrt haben. Ja, schön. Also, nicht schön für uns, aber oh, der ist auch verletzt. Das ist nicht gut. Wer ist das nochmal? Hasifa. Hasifa. Unser, der Letzte, der dazu kommt. Unser muslimischer Engi. So. Nehmen wir doch gerne auf. Es ist eine, wie man sieht, multikulturelle Crew. Karin ist beschädigt, verletzt, wie auch immer. Das sollten wir ändern. Denn ich habe ungern verletzte Co-Piloten hier. Und Karin ist ja eindeutig mein Co-Pilot, das ist ja neben mir. Juhu. So, weiter geht's, oder? Auf zum nächsten Sektor. Next Sektor. Jetzt wird's endlich mal wieder ein bisschen freundlicher hier. Soltans. Engi oder Soltans? Engi, Soltans, Engi, Soltans. Die Engi sind halt ganz schöne Waschlappen, die Soltans aber auch. Also eigentlich ist es, glaube ich, egal. Aber Engi haben wir schon so viele an Bord. Vielleicht treffen wir auch mal einen Soltan. Also, wir können. Ja, ich kann auch mal einen Engi wegschicken. Ich meine, die stehen ja hier innen rum. Aber die können so gut reparieren. So, und zwar, wer kann denn hier? Norbert kann schon, schildmäßig ist er schon richtig gut dabei. Die beiden machen natürlich auch nicht viel. Doch, der ist natürlich hier der Dingenskirchen. Ich habe 4 Engi, ey. Ich kann wirklich auch mal einen. Um der Vielfalt willen, Karin. So, wo muss ich lang? Ich muss, darf nicht hier lang. Ganz gefährlich. Ja, unten lang. Und dann ja, da ist aber auch schwierig. Da vielleicht. Nee, ich glaube. Meinst du echt? Ich glaube, da muss ich jetzt runter und dann nach links. Rechts. 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 Na gut. Mach mal. Auf. Du hast es schon mal geschafft. Dein Wort in Gottes Ohr. Siehst du, da kommt ja ein Autos raus. Das ist ja gar nichts. Das ist ja nun gar nichts. Oh, vielleicht schaffe ich es ja sogar, das noch 2 aufzupowern, die Waffen. Dann kann ich die beide gleichzeitig aktivieren. Das wäre cool. Wenn ich da noch. Du wurdest getroffen. Ist mir egal. O2. Ja, da habe ich ja einen Engi stehen, den Hasifa. Hasifa. Wenn ich dann nämlich auch den Weapon Pre-Igniter kriege, dann kann ich nämlich. Sind die Waffen nämlich immer direkt aufgeladen, sobald ich in den Kampf springe. Und bei sowas, was 20 Sekunden auflädt, ist das schon ganz schön wichtig. Ja. So, Hasifa geht es nicht mehr so gut. Das heißt, Hasifa geht da mal rein. Ich sag so gerne das Wort Hasifa. Wir haben es geschafft. Hasifa. 48, Scrap! Für so ein billiges Schiff. Boy, oh boy. Siehst du, da kommst du rüber. Genau, da gehe ich da rüber, gehe ich da lang, vielleicht da lang. Da würde ich tendenziell nach Nordosten springen. Du willst da lang? Nee, so. Ach so, irgendwie so Nord. Ja, wir kriegen das hin. Es wird schon. Das wird super. Ich sehe da. Oh, ein Slug. Apologize, wish them luck. Kriegen sie. Kriegen wir nämlich. Missiles. Und das wiederum bedeutet Raketenspaß. Gucken wir mal kurz, was die kann.
Die braucht 3 Power, das ist gut. Damage per Shot 3 ist schon ganz ordentlich. 5 Schilde kann es halt überwinden. Das ist sehr ordentlich. Also ich denke mal, wir haben auch 20 Raketen. Die werde ich wahrscheinlich dann jetzt eher benutzen als den Laser. Packe ich mal nach vorne. Dann brauchst du noch eine Energie. Rüste das noch eins auf. Das ist noch eins. Und dann habe ich auf jeden Fall genug, dass ich die gleichzeitig aktivieren kann. Fest. Jetzt sind wir übermächtig. Du bist übermächtig. Dankeschön, Karin. Das wollte ich hören. So, nehme ich den direkt noch mit, den Distress Call. Sicherlich. Meistens ist ja der Distress Call einfach nur eine Falle. Okay, the Mantis, they are here, please. So. Genau so ist es abgelaufen. So war das. So, gehe ich mal dorthin und schicke mal das dahin. Und dann, gut, da ist jetzt ein Mantis an Bord, aber mit 2 Leuten kriegen die den, glaube ich, auch ganz gut runter. Vor allem der andere hilft ihm nicht mehr. Nö. Und der geht jetzt dahin und wird erschossen, wenn die Laser treffen. Ja, Mann! Das war aber er heilt sich nicht mehr. Das wird nichts, ja. Und... Aber da muss man ja aufpassen, dass die Rakete da nicht losgeht. Ja. Oh. So, wir haben es geschafft. Jetzt musst du einen entlassen. Wen kriege ich? Menschen. Ach so, den Menschen. Nein, Menschen können ja nichts. Will ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Also, ja, dann musst du den rausschmeißen. Ich habe aber noch hier Teleporter angewählt. Oh. Ist das Spiel jetzt gecrashed dadurch? Ja. Mach mal das Miss. Scheiße. Sag mal nicht. Schade. Und es lief gerade. Ah, guck mal. Jetzt hast du aber. Ja, jetzt habe ich. Einen von deinen Engies. Ja. Nee. Na, aber Magne ist doch jetzt da. Ja, aber der Mensch ist weg. Ich bin weg. Dennis ist was? Weg. Was? Nein, du warst doch so gut. Ich weiß nicht, was ich hätte machen können. Also es ging ja nichts anzuklicken. Schade. Ja, ja, gut. Mensch durch Mensch ersetzt. Schön. Aber der andere hatte doch viel mehr Erfahrung. Ja, na, jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg, Karin. Das ist doch aber traurig. Das hat ja nichts. Ja, ist es auch. Es ist ganz furchtbar. Aber naja, jetzt heile ich erstmal... Nick nochmal. Jetzt wisst ihr, was ist, wenn ein Crewmitglied stirbt, das einen Namen hat. Das einen Namen hat. Also einen Namen. Also ist er nicht gestorben. Er ist ja einfach gegangen. Naja, er wurde wahrscheinlich durch die Luftschleuse geschleudert. Na, wie willst du denn sonst das im Gehen bewegen? Ich weiß es nicht. Da ist nur ein Leben. Vor allem war es der Captain halt, ne? Das war ja ich. So, also die nächsten Folgen finden ohne mich statt. Karin, möchtest du spielen? Nein. Schon klar. Gut, dann gehe ich nach da oben. Durchs Zentrum der Galaxis. Immer wieder eine spannende Story bei jeder Science-Fiction-Serie. Was haben wir hier? Soltanship, they are a careful race. Ja, schön. Deswegen lassen sie sich auch nicht blicken. Ach, da wäre ich jetzt dann auch mal über die Mitte wieder runtergekommen. Ja, dann gehe ich da lang. Ah, nein. Schön. Aber das macht ja Asteroiden. Macht mir jetzt gar nicht mal so viel, aber die haben sehr viel Energie. Also das wäre jetzt nur positiv für sie, wenn wir in einem Nebel wären. Dann hätten sie ja nicht so Probleme mit Energieverlust. Aber was die ja nicht können, sind... Ja, stimmt, so lange kann ich auch nicht beamen. Das ist gut gesehen von dir. Aber die Schilde gehen ja im Asteroidengürtel Gott sei Dank von alleine relativ schnell runter. Ach so, wenn der grüne Balken ist, kann man nicht rüber. Genau, weil die diese Soltan-Zusatzschilde haben. Die sterben haben die alle... Das? Nee, du kannst einfach nicht... Der sagt dann, geht nicht. Ach so. Also, so, jetzt kann ich das... Dann gehe ich mal hier zu den Waffen. Stimmt, der hat keine... Der hat keine... Genau. Oh, der hat meine Dings kaputt gemacht. Wie heißt das? Sensoren. Nicht so schön, Schilde machst du. Kann man da noch hingehen? Ah, nein, 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 nein. Das darf nicht sein, das darf nicht sein. Jetzt ist nämlich das kaputt, das heißt, der lädt langsamer auf. Aber deine leben noch relativ gut. Die leben noch ganz gut. Dann gehen wir noch zu den Schilden, schießen nicht mehr. Ah! Oh, hört auf mich zu schießen, hallo. Ah, gleich ist er tot. Ja. Geschafft. So, jetzt muss ich nur noch... Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Schick doch mal den Rockchip hier. Oh, ich sollte die wirklich mal zurückholen, bevor jetzt hier irgendwie was schief geht. Ja, Problem ist, ich muss das jetzt reparieren, sonst komme ich hier ist nicht weg. Schon? Nee, das ist nichts repariert. So, ich meine... Die Krankenschätzung. Genau, der Antrieb muss halt... Ja, 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 ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Wieso, da kommt doch immer nur eine Pro, denke ich. Du meinst, jetzt ist es egal. Ja, ja, da kommt immer nur ein Stein. Ja, aber ich habe auch nur ein Schild, weil die nicht angeklickt waren. Jetzt sind sie wieder das Problem. So, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt habe ich Zeit. Puh, was für ein Spaß. Mhm. Spaß für die ganze Familie. So,
Karin ist verletzt. Karin ist nicht gut, wenn sie verletzt ist. Das wollen wir nicht. So, Nick kann der Rock-Typ. Das ist Nick. Nicky Nick von den Spielkindern. Hasifa geht's auch nicht gut. Dem können wir auch mal. Magne. Und der. Ja, und alle anderen sind ganz. Du musst doch irgendeinen zu den Schutzschilden schicken. Ja, das, da muss ich gucken, wer da war. Da war. Der war da. Norbert war da. Der schlachsige große Roboter-Engi. So, jetzt ist wieder alles gut, so wie vorher. Du bist dahin. Und wir springen weg. Erstmal den Laser noch an und dann springen wir weg. Jawohl. Und dann kannst du noch ein bisschen hier unten mitnehmen. Lang, oder? Das kriege ich hin. Ja, das kriege ich hin. Das kriegst du in der nächsten Folge hin. Kriege ich in der nächsten Folge hin? Ja. Na, dann machen wir das so. Bis dann. Bis dann.